umstrukturierenden Förderband MK2. Erstmal gucken, ab wo ist mir eigentlich der Saft ausgegangen? Woran erkenne ich eigentlich MK2 und MK1? Ist das hier MK2? Da kommt das erste Erz. Ah, warum da? Okay. Die Wupp. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das hier ist alles MK. Sieht so aus. Das da nicht. Das da nicht. Das da nicht. Das dann noch. Das dann nicht. Das dann nicht. Das dann nicht. Das dann nicht. Okay, also ab hier ist mir der Saft ausgegangen sozusagen. Das ist okay. Gut zu wissen. Und das da lasse ich auch erstmal in MK1. Eisen ist erstmal wichtiger für mich. Für mich und meine Massenproduktion, die ich ja jetzt langsam starten möchte. Sollte ich es wirklich schaffen bis da hinten hin? MK2? Zu teuer. Nee. Das war's. Das war's, aber na gut. Wir haben schon mal ein bisschen mehr geschafft. Alles klar. Doch schön. Und da hinten kommt das Eisen. Da kommt mein Eisen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, gut. Dann holen wir uns das Eisen von da hinten auch noch. So. Ich mache mir nachher noch einen Kopf darum, genau. Wenn ich das ganze Eisen erstmal... Was? Ich habe Geräusch gehört. Links irgendwo ein Quiek, Quiek. Na egal. So, der Plan von mir ist jetzt, dass ich mir das ganze Eisen nach da hinten hole. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich die ganzen Fabriken hier alle wieder wegreiße. Das reiße ich alles wieder weg. Immer so dreist. Das Ding da werde ich auch woanders hinbauen, glaube ich. Weil es steht mir zu sehr im Weg. Ja, ist halt so. Voll nervig, ich weiß. Voll die Nervensäge, aber ist mir egal. So, ich habe genug Eisen dabei. Ist voll nervig, dass ich jetzt alles schon wieder umbauen will. Immer muss der alles ummodeln. Wow. Das ist cool. Das ist cool. So. Wo müsste ich denn lang? Ich müsste da nach da drüber. Darüber müsste ich. Ich muss nach darüber. Ich muss mit meinem Eisen darüber. Mit dem da. Dem da muss ich darüber. Gar kein Problem. Und diesmal mache ich es anders. Diesmal werde ich nämlich direkt dahin bauen. Und gar nicht irgendwie groß rumnerven. Sondern ich werde direkt dahin bauen. Diesmal werde ich direkt dahin bauen. Und zwar gehe ich hier hinten am Berg lang. Dem hinteren Eisen, da hinten, da sind ja auch noch zwei Eisenvorkommen. Oder drei sogar? Weiß ich gar nicht, waren da drei oder zwei? Ich glaube, da waren drei. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Hallo?
zu teuer. Heißt, was fehlt mir? Beton. Alles klar. Holen wir uns Beton. Holen wir uns Beton. Dann holen wir uns Beton. Ach stimmt, das Ding produziert er noch gar nicht. Das Ding produziert er noch gar nicht. Was sagt denn überhaupt meine Tasche? Das war die falsche Taste. Nur mal so nebenbei. Das wollte ich. Auf den Schrott habe ich in der Tasche. So, was kann ich denn hier lassen? Auf jeden Fall das ganze Erz. Das brauche ich erstmal nicht. Das macht unnütz meine Taschen voll. Unnütz meine Taschen voll. So, den da behalte ich mal. Was sagt denn der Beton? Nein, alles nehmen. Alles einlagern. Da geht aber noch was. Ich brauche unbedingt noch mehr Platz. Oh. Ich brauche noch mehr Beton, weil ich will da hinten alles voll bauen. Ich will alles voll bauen und deswegen werde ich erstmal... Das mache ich später. Ich werde dann später die Platten benutzen, um dann dort die Wege zu basteln. Wenigstens das eine Strecke mal so ein bisschen funktioniert. Wenigstens erstmal das Eisen. Oh, cool. Wenigstens erstmal das Eisen. Ups. Dass wenigstens die Eisenproduktion steht. Wenigstens das. Die soll wenigstens schon mal stehen, die Eisenproduktion. Und dann... Dann sehen wir weiter. Dann sehen wir alles andere, sehen wir weiter. Aber erstmal, ganz wichtig, Eisenproduktion. So. Erstmal der Masterplan. Der Masterplan auf Desaster. Fundamenten will ich jetzt erstmal hier an den Berg ran. Und dann werde ich nämlich mit meiner Pipeline, die ich dann daneben baue, werde ich dann ganz entspannt am Berg lang wandern. Da ist Essen. Gib mich essen. So. Euch. Ja. Ja. Ich bleib so. Geh jetzt dann nach da rüber. Und die Restfläche, die kann ich ja bei Gelegenheit dann noch zubauen. Weil ist ja wurscht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Mein innerer Monk schreit nach Hilfe. Aber ist egal. Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Da hinten muss ich hin. Und zwar so. Da so hin.
man irgendwann noch terraformen kann? Wäre eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen. So, geschlossen. Geschlossen, sehr schön. Da haben wir uns getroffen. Oh, ich liebe es, Planeten auszubeuten. Das ist mein liebstes Hobby. So, ich denke mal, jetzt müssen wir langsam mal nach oben bauen. Langsam mal nach oben rampen. Du zerstörst meinen Lebensraum. Egal. Ah, das ist mein Zuhause. Ist mir egal. Ist ja nicht mein Heimatplanet, also ist mir egal. Aber. Nächster Aber ist Rockgruppe. Aber das ist mein Lebensraum. Ich befürchte, genau sowas würde uns bevorstehen, wenn uns irgendwann mal Außerirdische besuchen würden. Gespräch hatte ich heute bei mir auf Arbeit. Genau dieses Thema. Was würde passieren, wenn uns Außerirdische besuchen würden? Und ich habe dazu gesagt, die Außerirdischen wären sowas wie die spanischen Conquistadores, oder wie die hießen. Also die spanischen Entdecker. Und wir wären die Inka. Also auf Deutsch. Die ganzen Filme, die es so gibt hier, wie hier, wie heißt denn das? Independence Day und so. Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Weil wenn man sich das mal so überlegt, wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, ich meine, das nächstgelegene Planetensystem, schweres Wort, ist ja schon ein bisschen weiter weg. Also ist ja jetzt nicht direkt um eine Ecke. Ist nicht um eine Ecke. Sondern ist ja schon ein bisschen, braucht man ja eine Weile, um herzukommen, ne? Und wenn die jetzt die Technologie dafür haben, uns zu besuchen, dann sind die uns technologisch gesehen natürlich auch geringfügig überlegen. Geringfügig, sag ich mal, ne? Also, Also die müssen ja schon mindestens so, es sei denn, die kommen mit einem Generationsraumschiff, aber so normal gesehen, also, komisches Geräusch. Was? Meckert ihr da hinten? Na egal. Also so normal gesehen von der Entfernung her. Ja, ich meine, die wohnen ja nicht gerade hier um die Ecke. Und deswegen, Was fehlt mir? Kupferkabel. Ich dachte, ich hätte es mit abgebaut. Nerv. So, hier baue ich gerade das letzte Eisen, was hier wegfliegt. Auch in Ordnung. Kann ich meine ganzen Eisengedöns, was ich hier jetzt noch so rumzufliegen habe, kann ich dann auch damit reinstecken? So, nee, aber was soll ich sagen? Ich meine, wir sind dann die Inkas im Grunde genommen. Also wir haben das Gold, wir haben halt so Dinge, die jetzt vielleicht möglicherweise Außerirdische interessieren könnten. Bodenschätze und so. Haben wir ja. Ja. Wir haben ja Bodenschätze. Also unsere Erde ist ja jetzt nicht, ist ja kein Müllplanet. Also wir haben ja schon anständigen Stuff hier. Ne? Ich meine, wir haben Zeug, mit dem man gut Technologien entwickeln kann. Wissen wir ja. Wir haben ja Eisen, Kupfer, alles so. Alles, was man braucht. So.
Und warum sollte sich denn da, sag ich mal, der durchschnittliche Marsmännchen nicht dafür interessieren und sich dann denken, oh, die haben ja coole Sachen da, das hätte ich gern. Und dann ist die Problematik, dass wenn es dann so läuft wie zum Beispiel bei den Inkas, sind wir mal realistisch. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass die so höflich sein werden. Dass die so höflich sein werden und lieb darum bitten. Weiß ich nicht, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Kann ich nicht so glauben. Dass die dann ankommen und sagen, oh, ihr lieben Menschen von der Erde, weil ihr so toll seid und so nett seid und weil ihr euren Planeten so liebt und achtet. Können wir uns ein bisschen Kupfer von euch leihen? Also, nee, ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht, dass es so ablaufen würde. Sondern ich glaube eher, dass es so ablaufen würde, dass die sich sagen würden, kann mal jemand diese Kakerlaken hier auf dieser Erde da, kann die mal bitte jemand entfernen, weil die wohnen auf unseren Ressourcen. Ich glaube eher, das würde so ablaufen. Aber ist ja auch, vielleicht auch nicht. Ist meine persönliche Meinung. Vielleicht irre ich mich ja auch. Aber ich glaube nicht. Weil ich glaube auch, wenn irgendwelche Außerirdischen uns besuchen würden, sind wir mal realistisch, die würden ja den ganzen Planeten sehen. Als Ganzes. Also auch die darauf wohnen. Als Ganzes. Also die würden auch einen Donald Trump sehen. Die würden auch mich sehen. Gleich schreiend wegrennen. Weiß man ja nicht. Würden wahrscheinlich auch denken, was ist das für ein Vollidiot? Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Ich meine, wir wissen nicht, was bei denen vorgehen würde. Ja? Aber was ich mir sicher bin, halt wie gesagt, ich glaube, wir wären einfach nur die, die dann da im Weg stehen würden. Die halt im Weg stehen würden, ihre Ressourcen. Weißt du? Das glaube ich. Das glaube ich einfach, dass wir im Weg stehen würden für ihre Ressourcen. Der Mensch ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein eins von den Wesen, die sagen, ah, oh, ich teile gern. Ja. Nicht wirklich, oder? Nicht so wirklich. Das ist der Mensch nicht wirklich. Der Mensch ist nicht wirklich, wie gesagt, ich teile nicht so gern. Der Mensch teilt nicht gern. Schon gar nicht so seltene Ressourcen. Also wenn es denn da auch noch losginge mit, sag ich mal so, eher so die selteren Sachen, selteren Sachen. Was jetzt nicht so häufig, nicht so häufig, was jetzt nicht so häufig auf der Erde vorkommt. Da könnte ich mir dann schon gut vorstellen, dass der liebe Mensch dann irgendwann sagt, eins, warum hat das hier eine ungültige Form? Hä?
Wollte ich nicht da hinten lang gehen? Stimmt. Wollte ja gar nicht hier lang gehen. Nein. Zurück. Auch zurück. Ich wollte hier lang gehen. Heißt. Heißt hier ungefähr. Alles klar. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das würde so laufen. Ja, super. Genau, das war mein Plan. Runterfallen. Das war mein Plan. Nicht. Ich glaube, so würde das laufen. Der Mensch würde irgendwann... Der Mensch würde irgendwann, ja. Irgendwann das nicht mehr überleben, glaube ich. Also wir würden irgendwann aussterben, ausgerottet werden. So, was ist denn jetzt hier los? Also das glaube ich. Das glaube ich.